man wieder startet, ist im Auto. Wie soll es anderes sein? Ne? Ich habe ja schon gesagt bekommen, jeder Vlog von mir startet im Auto. Könnte sogar fast stimmen. Ich meine, man fährt ja immer zu irgendetwas hin. Das nächste Mal kann ich euch ja zeigen, wie ich alles einpacke. Ist auch furchtbar interessant. So, wir sind unterwegs nach Ossiland. Noch sind wir nicht weit gekommen, das hier ist Hagen. Wir fahren die A2. Und ja, es geht zum Schwielochsee. Da waren wir selber auch noch nie. Aber ich habe mir gedacht, man muss ja immer irgendwie mal einen anderen Ort nehmen, wenn man rüberfährt, um die Familie zu besuchen. Der erste Kaffee sollte schon durch sein, aber in der zweiten. Ja. Mehr gibt es, glaube ich, nicht zu berichten. Ansonsten sehen wir uns gleich nochmal unterwegs. Ja, und sonst bei toten Tieren. Nein, in der Unterkunft. Bis später. Das ist jetzt unser Ausblick. Eine urige Grillecke. So, jetzt kann ich ja hochkommen. Wir haben uns jetzt noch nicht eingerichtet. Wir sind einfach raus aus dem Auto, haben erstmal die ganzen Koffer geschnappt und sind hier rein. Deswegen steht hier jetzt alles voll. Haben hier so eine süße kleine IKEA-Küche. Mit kleiner Spülmaschine. Auch sehr cool. Und es war alles mit dabei. Wir haben eigentlich extra Zeugs mitgenommen. Hier so Spülzeugs und Salz und sowas, weil wir öfters sowas machen. Aber hier ist alles schon drin. Ob das jetzt die Vormieter einfach hier freundlicherweise stehen gelassen haben, man weiß es nicht. Oder ob es mit inbegriffen ist. Auf jeden Fall alles sauber. Das habe ich auch vorhin schon mitgenommen, aber ist auch vorhanden. Also nicht schlecht. Zum Föhn ist auch scheinbar hier. Handtücher sind hier auch schon mit inbegriffen gewesen. Die liegen hier auch zum Teil auf dem Bett. Ich, weil ich ja hier, ne, ich bin so ein Special-Typ, ich muss erstmal gucken, wie das Kopfkissen bei denen so ist. Ich habe extra mein Kopfkissen mitgenommen, falls ich darauf nicht schlafen kann. Und mein Totoro ist auch schon hier. Ja. Bettwäsche ist halt auch mit drin, Endreinigung ist mit drin. Hier ist ein, falls schlechtes Wetter ist, drinnen Esstisch. Hier stehen auch noch die Stühle überall rum vereinzelt. Wenn man mit mehreren Leuten hier ist, kann man auch mal das Sofa ausklappen. Da ist das Schlafzimmer da hinten nicht das einzige. Und dann ist dort oben tatsächlich noch Platz für bis zu 3 Kinder. Ich guck mal, ob ich da jetzt mit euch hochgeklettert komme, ohne dass ich runterfalle. Sonst werdet ihr dieses Video niemals zu sehen bekommen. So, da ist Christopher. Der richtet sich schon sein Kinderzimmer jetzt ein hier. Zack. Der kriegt gleich noch seine Mückenlampe, wenn wir den Koffer ausgepackt haben. Ja, die stelle ich, die will ich dann hier beim Fenster haben. Ja. Obwohl du, glaube ich, auch eine Gage vom Fenster hast, ne? Passiert also nichts, wenn du mal auf Kippe machst. Genau. Dunkel gemacht. Was macht man dann? Ja, na, ich habe die schon da reingetan. Ein wenig eingerichtet habe ich doch schon. Sachen vergessen. Genau. Passend in meiner Größe. So, ja, das ist die kleine Hütte. Wir parken, wie gesagt, hier so nebenan. Ich habe hier eine Konsole. Das sieht man hier vielleicht. Hier mal aus der Konsole. Ja, eine Konsole wurde auch hier liegen gelassen. Natürlich nicht. Der Boden ist cool. Da habe ich gekriegt von meiner Mama. Die hat uns bei uns einen Tiefkühlkeller verliehen. Ja, und halt, wenn man im Winter hier ist, ist ja auch ein kleiner Ofen. Schaubenackte Füße. Kalt werden. Und ein kleiner Fernseher. Von okay. Ich spiele jetzt wieder weiter Ball. Nee. Mach ihn nicht kaputt, der ist für Montag, wenn wir ins Schwimmbad gehen. Ja, wir haben einen See, aber wir gehen ins Schwimmbad. Ja. Weil der See vermutlich ein bisschen kühl ist, aber man muss mal gucken. Und es gibt dann ein
Kakao-Strand. Genau, für Leute der nackten Körperkultur, nee, freien Körperkultur, gibt es ja auch einen FKK-Strand. Strand. Da wollen wir aber nicht hin. Ja. So. Will mich nicht machen vor anderen Leuten. Nee, musst du als Kind auch nicht. Ist besser so. Gut, dann, was werden wir hier so erleben? Ja, okay, ich werde euch jetzt nicht mitnehmen, wenn wir bei der Verwandtschaft sind. Aber geplant ist, morgen bei der Oma zu sein. Oma mit Hund. Dann Freitag, meine Eltern sind hier auch in der Gegend. Gucken wir mal, fahren wir nach Lübben, die sind da. Da kann man dann auch mit dem Boot ein bisschen über den Fluss da schippern. Mal gucken, ob ich euch da mitnehme. Samstag sind wir beim Vater und der ganzen Familie zum Grillen, falls schönes Wetter ist. Sonntag kann ich euch eventuell mitnehmen. Da sind wir nämlich bei der Nadine in Berlin. Nadine in Berlin. Reimt sich ein bisschen. Ich will noch was. Montag sind wir dann schwimmen in Lübbenau. Und Dienstag müssen wir dann auch schon wieder nach Hause. Ich will noch was sagen. Das ist richtig eklig. Was denn? Wir alle drei sind in ein Auto gefahren, muss ich auf Toilette. Da sind wir auf Toilette gegangen. Und da wollte ich unbedingt auf das Sitzklo. Und da war das ganze Klo voll geschissen. Hm. Das war dann voll braun, sogar auf dem Boden. Die Klobürste war voll mit Kacke. Die Wand war voller Kacke. Und dafür habt ihr 1 Euro bezahlt, oder was? Nein. Nein? 50 Cent. Na toll. Ich bin dann auf Miss Hunger gegangen. Keiner war da. Ja, wenn man Gott sagt, nur Pipi machen muss, ist das okay. Ich muss so richtig lang. Wir Frauen hätten dann Arschkarte gezogen, wenn wir so Toiletten hätten. Wir können uns ja nicht im Stehen irgendwie. Okay, manche Frau vielleicht schon. Ich weiß aber nicht, wie sie es machen. Egal. Einfach so. Ist auch nicht das. Ja, hallo, wir können uns das nicht festhalten. Ist auch nicht das Thema des Urlaubs jetzt. So. Mal sehen, wann wir uns wiedersehen. Wo ich euch mitnehme, werdet ihr dann sehen im Verlauf dieses Videos. Da geht's runter zum Strand. Hier ist noch so ein Camperbereich. Und dort hinten ist der Eingang. Und da gab es einen Spielplatz und irgendwie auch Kängurus. Ganz strange. Ja, ich hab richtig gehört, Kängurus. Ich habe jetzt nicht den Weitwinkel an, aber man sieht ihn, glaube ich, trotzdem nicht. Da sitzt ein Känguru. Und zwischen den Hölzern dort auch. Mama, Papa und 2 Kinder, ne? Kinderland. Alten Reifen vermute ich mal. Ursprünglich, oder? Ja, das ist richtig hart. Was denkt ihr? Ich würde sagen alte Reifen. Ja, das ist ein Gummizeug, genau. Das ist ein Abdeckung oder Überkantreifen. Ja, also, macht nichts. Das sind so komische Steine, die man tut, wenn man dann hinfällt, da drauf, dann tut es nicht weh. Mhm. Das ist irgendwie ein Kissen. Hast du jetzt die Ringe gesehen? Das ist nicht zum Klettern. Das ist nicht zum Klettern. Da hinten sind die Ringe. Dein eigenes Gewicht halten. Muss Papa zur Sicherheit drunter stehen?
fall gleich runter. Na, jetzt ist nicht mehr hoch. Ich komme halt von dem weiter, weil so Hängeldinger. Dann geht's rückwärts wieder hoch. Au. Guck mal, wie rot meine Hände geworden sind. Keine. Tut immer voll weh. Boah, schon ein bisschen Luft drin. Hier ist also jetzt jede Menge Platz quasi für die Leute, die mit einem Wohnmobil anreisen. Oder auch Wohnwagen. Da unten scheint sanitär zu sein. Soweit ich weiß, in den Bewertungen gelesen habe, sollen die Sanitäranlagen ganz gut sein. Ich glaube, der Platz ist halt etwas, wenn man wirklich Ruhe haben möchte. Weil wirklich viel gibt es hier halt nicht, auch außenrum, keine Städte oder so. Muss man für etwas weiter fahren. Nein! Nein! Yay! Ja, jetzt, der hat jetzt keinen Sand mehr dran. Tja, willst du noch Badehose anziehen und reinhüpfen? Ja, das ist ein bisschen anders. Da ist unser Auto. Das ist unser Haus. Schön praktisch. Die Nummer 5 ist unser. Gefällt mir, dass ich mich da reinstellen kann. Ja. Und morgen kann ich sogar noch weiter rüberfahren. Dann kann ich sogar ein bisschen hinterfahren. Wenn es da überhaupt zu den neuen Häusern geht. So. Kind zieht sich um und geht dann da runter. Nicht da drauf treten. Ja, das könnte wehtun. Ja, hätte ich dir auch sagen können. Ist ja ein bisschen hart, beim Besen. Warte. Jo. Damit muss ich jetzt irgendwie gucken, dass ich meine Schuhe sauber kriege. Na, welcher Fuß war im Wasser? Hm? Der da. Ne, der frisch panierte, der da. Was? So, ich bleib draußen, mach meine Schuhe erstmal sauber. Genau. Pusch.